Todeswunsch im Leben freischalten. Ja, das ist ein Heli. Ich bin wieder... Also, weißt du? Ja, ich weiß. Also... Scheiße. Ich komme nicht irgendwie an den Heli. Ich rufe meine Äuglein einfach nur aus. Okay, hab dich. Mhm. Oh nein. Oh fuck. Okay. Läuft bei uns! Ja. Ziemlich gut sogar. Seekock. Marcel Davis, ich grüße dich. Hi. Merci, chérie. Also, zur Verteidigung. Das ist die schwerste Stufe, die es gibt. Die gibt es auch nur für Peaches und für mich. Für andere ist sie viel zu schwer. Die haben die Entwickler extra für uns freigeschaltet. Ja. Die ist deswegen auch gar nicht auf dem Markt. Nee, genau. Wir haben die jetzt wir testen das gerade. Genau, geht zum Testen und. Ja, das ist wirklich, also nicht ohne. Wir erzählen keinen Scheiß. Aber gut, also, wir sind gestorben, alles ist weg. Vielleicht sollten wir das öfters machen. Ja, genau. Einfach, wenn Endboss da ist, sterben. Komm, wir sterben und dann, genau. Da ist einer. Ach so, das ist wieder so eine Quetsch. Boah, ich hab Angst, dass wieder... Also ich weiß nicht, soll ich mal gucken, was es ist? Nicht, dass es wieder so ein Flugding ist. Ach so. Ja, damit haben wir unser Problemchen. Komm, wir lesen. Zaubermiet, hallo. Aveli, tada. Hallo, raste mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Obwohl die Hitze von 1000 Sonnen Mensch und Maschine miteinander verschmelzen ließ, schaffte Klatsch es zu überleben, indem er sein Fahrzeug in einen nahegelegenen Fluss lenkte. Die Augenzeugen seiner Großtat gingen zunächst von seinem Tod aus. Doch Klatsch Nixon tauchte aus dem Fluss wieder auf, wie der Phönix aus der Asche. Aber ja, alles gut bei mir, alles gut, kann nicht klagen. Und selbst? Bis zum heutigen Tag hat es ihm niemand gleich tun können. Also, mein lieber Tamyro. Ja. Feuertaufe. Klatsch Nixon ist eine Legende, die im Feuer geboren wurde. Rase durch die Kontrollpunkte, bevor dein Wagen und dein Körper von den Flammen verschlungen werden. Akzeptieren oder abbrechen? Mach mal. Nimm mal an. Okay. Du weißt nicht, auf was du dich da einlässt. Oh. Zaubermiet. Gut, und dir auch hervorragend. Ah, das kriegen wir hin. Komm, wir rasen. Oha, Gott, ich sehe gar nichts. Du oder ich? Ich fahr. Ich fahr auch. Ich rase. Wow. Oh. Jo, tschüss. Wir dürfen, glaube ich, nicht zu weit weg, gell? Ich weiß nicht. Voneinander, oder? Wobei, ich glaube... Ach so. Ja, deswegen müssen wir ja rasen. Ach so, weil wir in die Luft fliegen, oder? Ja, ich glaube. Ach was? Hey, komm. Schaffen wir doch. Oh, Stein. Nicht gut. Ach so. Okay, verstehe. Oh Gott. Ach so, das Feuer wird immer größer und dann, ja gut. Und da ist auch Wasser bei. Stimmt. Oh! Okay, ist klar. Bin ich voll runtergefallen, oder? Oh Gott. Ich entferne mich zu weit von dir. Du entfernst dich zu weit von mir? Ja. Nein! Nicht durch die Flammen! Weg! Leck mich doch am Arm. Ich entferne mich zu weit vom Partner. Geh zurück. Ja, ich geh zurück. Oh nein! Ich bin tot. Die Zeit ist abgelaufen. Zeit ist um. Opsa. Ja.
Wir waren aber zu weit auseinander dann. Erinnert mich an Rallyfahrt. Heute ist 4. Mai. Stimmt, Star Wars Tag. May the 4th. Ach, stimmt. Be with you. Weißt du? Verstehst du? Oh, Spinagello. Ihr sagt. Spin Angelo. Wow, jetzt hab ich's. Danke für dein Follow. Ihr sagt mir schon, wo ihr langfahrt, damit ich die andere Richtung nehmen kann. Nein, du fährst mit uns mit! Aber geht da irgendwie, dass es nicht so schwimmt? Also mein Auto, ich habe immer das Gefühl, es schwimmt so extrem. Ah, jetzt geht's irgendwie. Bisschen. Nein, geht nicht. Schmucki, du musst auch auf mich warten, you know? Ja. Bist du hinter mir? Ja, ja. Aua! Aua! Oh, ich hab dich überholt! Ja, mach mal. Das ist okay. Das ist okay? GTA! Wunderbar! Wow! Eine Wahnsinnslandung! Auf Weekend Squad! Auf geht's! Wie lange kann man es in diesem Inferno aushalten? Nicht lang. Ja, weiß ich auch nicht. Dieser Wagen muss sich bei großen anfühlen. Nein, finde ich nicht. Hier sind wir gestorben, das letzte Mal. Guck, wie gut wir sind. Ja, wir sind schon ein bisschen weiter. Für diesen Spaten ist alles möglich. Wie lange müssen wir das machen? Nicht nochmal. Was ist das denn da hinten? Lol. Okay, das war's. Ja, easy. Geil. Ich glaub, das mir gut sein. So, jetzt irgendwie zwei Monitore und Chats im Auge zu bauen, ist gar nicht so easy. Ja. So. Oh, 57 Tacken haben wir bekommen. Geil, aber bitte. Nee, also wir können es auch was gerne machen, aber nicht das mit Heli, okay? Deine Seele ist okay. Krank, von Krebs zerfressen. Also muss ich herausgeschnitten. Was ist das? Ach so. Kannst Autos kaufen, oder? Ja. Holen. Danke! Oh, ich muss Munition. Nice. Erstmal irgendwie kaufen hier. Ich habe ja 18.000. Das passt ja. Munition? $18.000. Ach so. Und füll jetzt mal eine Munition auf. Hier. 18.000. Ach. Sag mal, wird's bei euch eigentlich das Wetter auch so schön das Wochenende? Meinst du mich? Ja. Achso, weiß ich nicht. Ich habe noch gar nicht den Wetterbericht mir angesehen, weil ich mir denke, bist du eh drin? What? Aber es kann sein, dass es gut wird, ja. Du musst auch mal rausgehen, mein Lieber. Ja, das muss ich wirklich mal. Hol dir einen Sonnenbrand auf deine Platte. Das Problemchen bei mir ist, ich kenne hier einfach auch niemanden so, weißt du, ich bin einfach so mitgezogen. Und alleine irgendwie, weiß ich nicht, es ist nicht so irgendwie meins. What? Ja, dann. Ich glaube, ich melde mich mal bei Tinder Nürnberg an. Kannst du machen. Ja, genau. Aber du kannst ja auch ein bisschen so wandern gehen. Ich wollte ja eigentlich am Sonntag wandern gehen, aber ich bin jetzt beim Grillen eingeladen. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Okay, wenn ich die Wahl zwischen Wandern und Grillen, dann würde ich auch Grillen nehmen. Ja, natürlich. Sowieso, aber. Ja, trotzdem, wenn du. Ja, ich muss mich sowieso noch mal so ein bisschen umgucken hier. Ich wollte mal in so eine Therme hier, sollte einige schöne Thermen geben. Da wollte ich mal gerne hin. Und generell soll noch einiges hin. Ich wollte auch mal nach München, die Stadt mal angucken. München! Ja, aber nein! Das kannst du ja nur machen, wenn ich Zeit habe. Hallo? Ach so, ich verstehe. Du, sag mal, hast du auch eine Goldforelle in deinem Inventar? Was? Hast du eine Goldforelle in deinem Inventar? Eine Goldforelle. Die musst du dir mal angucken. Das ist so geil, wie die sich bewegt. Wo bin ich in meinem Inventar? Ach ja, Rucksack, Inventar. Goldforelle
Ich habe auf jeden Fall einen Köder hier, ein richtiges Steak, so sieht es aus. Achso, weil ich bin gerade beim Verkaufen und ich sehe gerade die Goldfolge. Ach, oder siehst du meinen Stream gerade? Dann siehst du auch, wie die sich hin und her bewegt. Voll ich habe auf jeden Fall, ich habe ganz viele Felle und sowas alles. Ja, die Goldforelle verkaufe ich jetzt für 100. Ja, das mach mal. Ach, ich kann ja auch meinen Kram verkaufen, meine ich. Das stimmt. Wollte verkaufen. Ja, wenn ich alles verkaufe, oh, bekomme ich 2800. Nice. Ja, aber nein, ist auch schön. Boah, ich habe auch 18.610. Ich bin reich. Nein. Ja, Zaubermedizin, ich würde gerne mal so ein bisschen hier generell Umgebung ansehen und sowas alles. Daran wird es ja nicht scheitern. Nein. So ein bisschen ist schon gut. In Nürnberg, habe ich das ja schon mal erzählt, da waren wir mal in einem australischen Restaurant. Doch, das habe ich dir schon mal erzählt, gell? Da musst du auch mal hin. Also was, habe ich dir nicht erzählt? Da haben wir das erste Mal Heuschrecken gegessen. Oh, das würde ich auch mal probieren. Ich fand's okay. Also, okay. Die waren halt, die waren halt so auf einem Schalottenblatt, die andere war in so einem Speck umwickelt und sowas, deswegen hast du eigentlich nicht viel geschmeckt, außer Schalottenblatt und den Speck und sowas. Aber wenn du das kleine, du musst dich schon ein bisschen überwinden, finde ich. Oh, da oben ist ein Bär. Du musst dich halt schon ein bisschen überwinden, damit du das halt wirklich im Mund steckst und isst, gell? Weil du siehst halt Heuschrecke. Ja, ja, klar. Also ich habe schon Krokodil und Känguru habe ich schon gegessen. Ja, habe ich auch. Krokodil finde ich jetzt ist nicht so meins. Nee, das ist ein bisschen wie Hühnchen, ne? Und mit weniger Geschmack irgendwie, ne? Finde ich jetzt so. Ja, Hühnchen und aber Fisch irgendwie auch so ein bisschen. Zwischen Huhn und Fisch. Ja, ein bisschen fischig, das stimmt. Geschmack ist okay, ich finde die Konsistenz noch ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen wobbelig. Ja, Strauß ist mega lecker. Ja, das stimmt. Zebra und sowas mag ich auch nicht so gern. Also das finde ich auch ein bisschen, ich finde es so zäh, ehrlich gesagt. Ja. Känguru finde ich super übrigens. Känguru war auch gut, das habe ich noch gegessen, ich weiß gar nicht. Hey, wenn du mal da bist, dann können wir mal in ein mongolisches Restaurant gehen. Ja, gerne. Können wir echt mal ins Mongos. Oh ja, das machen wir mal. Ins Mongos? Ja, das heißt so. Ach so. Okay, das ist. Das war jetzt keine. Nein, 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 um Gottes Willen! Das war. Nein, das soll. Nein! Hallo? Ich bin eine ganz liebe Frau. So. Wo gehen wir jetzt hin? Pass Obacht. Wir haben. Logbuch. Der Krieg gegen Drogen. Okay, wenn ich irgendwelche im Garten finde, schicke ich es dir. Ja, mach das, super lecker. Danke. Guten Stefan, hi. Sie hat eine nette Stimme. Ja, das hat sie durchaus, ne? Oh, danke. Oh. Okay, auch wenn ihr über Essen redet, was ich echt nicht mag, ihr redet über Essen und ich krieg nun Hunger. Ich bin bei der Küche bis später. Du kriegst Hunger, wenn wir über Heuschrecken reden? Das ist ja interessant. Okay, pass Obacht. Schnellreise. Ach, das sind Schnellreisedinger. Was hast du gesagt? Pass Obacht? Pass Obacht, ja. Wow. Das ist ein Wort aus zwei Wörtern. Pass auf und Obacht. Pass Obacht. Sehr gut. Ich kann jetzt auch grillen. Ja, ihr könnt alle grillen und mir was vorbeibringen, wenn ihr wollt. Ich esse alles. Ja. Yeah. Ich habe heute noch Community grillen. Ach so. Das war auch mal so geil. Also beziehungsweise beim Community grillen würde ich essen und ihr grillt. Ja. Hey, ich finde, grillen ist eine Männersache. Ich würde sagen, Lamb of... Findest du? Ja, schon, oder? Also ich finde es was... Das, also die Männer, die ich kenne, die finden das mal ganz cool, so im Grill zu stehen und sowas. Und das finde ich auch in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Ich mag lieber dann so, ich mache dann die Beilagen und alles andere und mache eine Weinflasche nach der anderen auf und dann ist es auch super.
Okay, alles klar. Ich habe mal was markiert, wenn Sie mal schauen möchten. Ja, sehe ich schon. Timmy Boys, ja, 1600 entfernt, ne? Ja. Und sag mal, Tamiro. Jetzt. Was ist der Frau? Danke dir für den Follow. Ja, was denn? Was sagst du zum About You Award gestern? About You Award? Der ging an mir vorbei, muss ich sagen. Ich hab nichts anderes erwartet. What? Wieso? Was ist das? Das ist ein Influencer, die in verschiedenen Kategorien gekürt werden. Yeah. Und einen About You Preis verliehen bekommen. Aha. Sollen wir hinlaufen oder fahren? Wir können eigentlich laufen, oder? So über ja, können wir eigentlich. Okay, genau, und es gibt verschiedene Kategorien. Es gibt Beauty, Fashion, Newcomer, glaube ich, Musik, Travel, Lifestyle, nicht Travel, Lifestyle und Sport, Fitness. Ja. Und genau, das war gestern. Ach, und okay. Es war ein... War das irgendwie im Web zu sehen live oder war das auf dem ja, Programm? Ja, natürlich. Es war auf Pro7 ausgestrahlt dann und du kannst es auch auf YouTube noch angucken. Okay, dann muss ich das mal machen, weil Fernsehen gucke ich so nicht mehr. About You Award. Bartpflege Award. Ja, genau. Muss man nicht kennen, glaube ich. What? Oh. Ich schaue mir das ja immer also, so an, weil so viele Kunden auch immer dort sind und deswegen ist es so interessant, ne? Kunden, mein Chef hat mal auch gesehen. Mhm. Was machst du eigentlich? Das weißt du doch. Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie mal alle wissen. Auch wenn ich es geheim halte. Du bist bestimmt Gewichtheberin. Voll. Nee, weiß ich nicht. Kugelstoßerin. Ja, genau. Ich dachte, du hast mein Instagram-Profil schon mal gestalkt. Aua. Ja, ich habe mal so ein paar Bilderchen reingeschaut. Ja, das stimmt. Aber hast du es dann nicht gesehen, ne? Oh, hinter dir! Ja, ich sehe schon. Nee, habe ich, glaube ich, überflogen irgendwie. Achso. Also, ich bin keine Influencerin. Nee. Ich bin Blogger. Ich blockiere auch alles. Ich blockiere. Nein, ich meine. Ach, ich dachte, da sind welche drin, die ich befreien kann. Jetzt wollte ich sagen, ich bin der Held. Ich kannte es auch nicht. Wow. Aber was bist du denn jetzt? Was machst du? Ich bin Friseurin. Ah. Okay, ich... Oh, wow. Ich dachte, du bist sehr häufig beim Friseur, weil ich... Hast du nicht gedacht, ich bin das immer auf dem Foto? Oder so. Alter, krass. Okay. Die hat aber oft mal andere Haare, ne? Ja, wirklich. Ich denke, du bist so ein Frisur-Fetischist. Dass du sie oft da sitzt und jede Woche eine Frisur machst oder sowas. Ach, was? Okay, na gut. Nein, das sind alles meine Arbeiten, die ich poste. Und ich habe eigentlich noch so viel, also auf der Seite von meinem Chef natürlich noch mehr. Ja. Und jetzt habe ich halt auch für mich beschlossen. Dass ich das halt auch jetzt mal ein bisschen, meine Arbeit auch ein bisschen teilen möchte. Ja. Aber warum nicht, ne? Ja, was hältst denn du aus, du Viech? Viel Fresshaut. Und deswegen ist das eigentlich ganz nett. Und deswegen waren ja so viele, weißt du, das Interesse an das gestern natürlich ganz anders gewesen. Ja. Also jetzt halt. Dann bitte einmal waschen, schneiden, legen. Legen, sorry, mache ich nicht mehr. Das ist oll. Das mache ich auch nicht mehr. Ich lasse nur noch waschen, wachsen, polieren. Bartflicke. Ah, echt? Machst du so richtig mit Klinge? Oder was? Nee. Ich rasiere das einfach mit so einem Dreiklingenteil weg. Ja, richtig mit Klinge also. Ja. Also richtig Vollgas. Also keinen Millimeter lassen. Vollgas. Vollgas, oh krass. Hast du dich schon mal geschnitten? Nö. Bisher noch nicht. Was heißt eigentlich in diesem Zusammenhang legen? Ja, jeder sagt, immer waschen, schneiden, legen, gell?
Und am geilsten ist es, wenn die meisten immer sagen, waschen, schneiden, föhnen legen. Das ist völlig blödsinnig, weil föhnen ist mit Rundbürste und föhnen, ne? Und legen ist, wenn du die Haare auf Wickler eindrehst und diese dann trocknen lässt. Ich glaube, hier ist ein Bug. Ja, ich kann auch. Ich kann da reinschauen. Ich konnte da auch reinschauen. Lol. Na gut. Genau. Das ist also, die älteren Damen früher haben die Haare mal eingedreht bekommen und dann unter die Haube gesetzt. Was vielleicht heutzutage viele auch noch machen. Ich weiß es nicht, wir machen das nicht. Das ist zu madamig. Und das ist halt der Unterschied zwischen legen und föhnen. Ich nehme mal kurz. Ich rede mal kurz mit Olivia. Anscheinend hat die Sekte von dem Bunker voller Waffen auf dem Dover Spike-Gelände erfahren. Wir müssen dahin, damit ihnen das ganze Zeug nicht in die Hände fällt. Okay, ich bin raus, so kurz zum Wickeln. Du, es gibt ja auch ganz kleine Wickler, gell? Ich sag's da. Sowas hast du noch nie gesehen. So musste ich aber noch nie eindrehen. Oder wickeln, das ist schon gut. So, lesen. Sektenbefehle. Brüder und Schwestern, da wir diese Werkstatt nun besetzt haben, müssen wir uns umgehend unserer Verteidigung zuwenden. Die eine Hälfte von uns wird unsere Konvois aufpäppeln, während die andere Hälfte mit der Arbeit am Verkünder beginnt. Dieser spezialisierte Truck wird als starke Abschreckung für all diejenigen, für all jene dienen, die sich dem Vater entgegenstellen. Wenn wir eine Chance haben wollen, die Gläubigen auf vor dem Widerstand zu schützen, brauchen wir den Verkünder schnellstmöglich auf der Straße. Verkünder immer in Gänsefüßchen geschrieben, ne? Mhm. Hab ich wohl. Also hast du auch ganz kurz, also so Haare à la Tamiro? Welche Haare? Gute Arbeit in Falls End. Hoppala. Influencer, ja. Influencer. Ja, ich frag mich, wer auf dieses Dank Wort eigentlich gekommen ist. Das ist der Cousin von Incontinentia. Ja, das ist hat natürlich schon so ein bisschen. Ist ja auch wie so eine Ansteckung da so rum. Hat sich verteilt, verbreitet, weißt du? Social Media. Social. S-O-S-C-H-L. Es ist schon ganz. Also, ich finde es ja total interessant. Ich meine, jeder macht das auch. Manche machen das ein bisschen ausgiebiger. Manche machen super schöne Fotos. Ich denke mir immer wieder, boah, krass, Hammer. Aber wenn man die dann live sieht, denkt man dann immer, what? Das bist du? Mhm. Oder. Manche empfehle ich auch immer, bleib bei Fotos und mach keine Videos. Weil sonst funktioniert das auch nicht. Echt ohne Schmarrn. Das soll überhaupt nicht böse klingen oder so, aber das ist halt einfach, ja. Big Whoop. Hallo, Big Whoop. Aber jetzt sag mal, was macht ihr denn alle eigentlich beruflich? Das möchte ich jetzt auch mal wissen. Ich hab's das erste Mal im Stream jetzt gesagt, ne? Also es ist eine Ehre. Normalerweise sage ich mal Mädchensachen. Oh. Und Mädchensachen? Mädchensachen, genau. Und sag, ihr müsst alle mein Instagram-Profil stalken, dann wisst ihr das auch. Ah, okay. Ne? So kriegt man nämlich die Leute aufs Instagram-Profil, weißt ja, du? Ja, Bait. Voll... Ich verstehe den Bait. Was machen die hier? Die machen Liebe. Hund und Bulle, alles klar. Und hässlich, Bulle weg. Was soll das denn? Du stickerst dicht. Ich wusste, dass er dich angreift. Oh, oh, da kommt jemand. Kfz-Mechatroniker. Krass, ist aber auch... Boah, ich könnte sowas echt nicht irgendwie. Für mich wäre das alles zu kompliziert, ehrlich gesagt. Ich treffe den da hinten nicht. Das ist ja auch überm Berg. Ach ja, stimmt. Ach, das war dein Ernst? Ich dachte, er hat eine rote Jacke an. Du Sören bist? Hä? Denkst du, ich verarscht? Hä? Warum soll das nicht ernst sein?
Boah! Alter! Oh nein! Top Gun. Biene, hallo! Ich klammer mich. Ja, ich auch. Okay. Klammer mal weiter. Warum sollte es denn ein Scherz sein? Hallo? Bin stolz drauf. Und das ist nicht so Klischee, so, Friseurin. Ach, nach 14 Jahren hat man so das meiste drauf. Ja, ja. Oh, die Zeit vergeht so schnell, ne? Wenn ich mir überlege, wie lange ich schon arbeite und wie lange ich noch arbeiten muss. Da schlackert es mit den Ohren. Das ist echt krass. Ich habe echt früh auch mit meiner Ausbildung. Mit 15 habe ich schon meine Ausbildung begonnen. Das ist eigentlich auch immer total interessant, gell? Wenn man sich so überlegt, dass man fertig und da arbeitest du schon die ganze Zeit und dann fangen erstmal einige an zu studieren. Weißt du, was ich neulich so im Stream scherzhaft gesagt habe und dann danach so ein bisschen nachdenklich wurde? Hm? Ich habe gesagt, hey Leute, ich habe ja bald Geburtstag, dann werde ich 35 Jahre alt und hey, in 25 Jahren nur noch, dann bin ich 60. Und dann dachte ich mir, Alter, oh fuck, was hast du da gerade gesagt? Ja. 25 Jahre nur noch, ey, dann bin ich 60. Mhm. Warte, Alter. Gute Nudel, super, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Tamiro, ja, du musst aber auch mal bedenken, 25 Jahre, ich meine, wie viel hast du so richtig aktiv mitgekriegt von deinen 35 Jahren? Ich meine, die ganze Kleinkind, Kinderzeit und sowas, das ist ja alles so ein bisschen, das kannst du mal wegdrücken. Ja, also und deswegen, Bruchteile sind noch da, ganz leicht, aber... Genau, aber 25 Jahre sind schon echt noch geil. Ja, und so, ich denke mal so ab 12 oder sowas. Außerdem... Gibt schon sehr viel hängen. Mit 60... Mit 66 Jahren fängt das Leben an, hallo? Ja, genau. Heutzutage ist es eh, also richtig krass, wie also ich weiß jetzt schon, dass ich definitiv noch weiter... streamen werde, wenn es diese Plattform dann noch geben wird. Oh ja, vielleicht sind wir mit Far Cry 5 noch gar nicht fertig. Dann kommt nämlich Far Cry 25. Wenn... Meinst du, ich glaube dann schon 30. Hm. Wo wollten wir denn... Wir sind also auch noch 20 Jahre. Menschen, echt? Wir sind auch noch 20 Jahre. Oh. So, ich hab's nochmal markiert. Ja. Wenn es ein Scherz gewesen wäre, hätte sie... Friseuse gesagt. Nur echte Friseurinnen sagen Friseurin. Ja, und ich finde das eine Frechheit, dass immer noch Friseusen gesagt werden.